Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal weiter mit Chris unterwegs in der militärischen Trainingsanlage und haben hier vorne den Panzer eingesetzt. Und wir haben jetzt hier dieses Bild nach rechts geschoben und haben hier diese mysteriösen Laser, eine Dreieckshöhlung und ein Buch. Da würde ich mal sagen, gucken wir uns das doch einfach mal an. Was haben wir denn hier? Ein Drehscheibenschlüssel. Ah, okay. Hier ist ein Dokument. Ja, das lesen wir doch. Oh, Notiz über Geheimgang. Geht direkt spannend los hier. Der unterirdische Gang zu dem Haus, in dem Alexia und ich leben, ist schwer beschädigt. Ich werde keinem dieser Dreckskerle gestatten, Alexia zu sehen. Aber ich kann auch den Tunnel nicht weiter benutzen, den der Pöbel aus dem Dorf angelegt hat. Der Pöbel aus dem Dorf. Oh ja, ich werde diese Gefangenen eine Brücke bauen lassen. Es muss eine wunderbare Brücke werden, die Alexias Perfektion widerspiegelt. Natürlich muss ich alle Beteiligten nach der Fertigstellung der Brücke umbringen. Alter. Damit niemand etwas von der Existenz unseres Anwesens weiß. Aber das geht schon in Ordnung. Ich habe kein Problem mit solchen Sachen. Ach, Alfred. Ja, ich weiß, dass du kein Problem damit hast, aber... Ach. Sobald die Brücke fertig ist, werde ich den Ausgang vom Kanal zum Haus versperren. Der Eingang ist ohnehin durch den Diorama-Trick versteckt. Aha. Dass diese Abgeschiedenheit unseres Anwesenheits garantiert ist. Alfred Ashford, Diorama-Trick. Etwas steht neben der Höhlung. Sammle 3 Armeen, um den Weg zu öffnen. Ah, wartet mal. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie diese 3 Ausweise, die wir mit Claire hatten. Der Heeresausweis, der Marineausweis und der... Pilotenausweis oder was? Und die hatten auch so eine Farbe auf den jeweiligen Ausweis und die haben wir ja jetzt noch hier rumfliegen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und genau, die sind ja beim Flughafen und vom Flughafen kommen wir theoretisch noch. Aber wir haben jetzt hier erstmal den Drehscheibenschlüssel. Schlüssel für die D-Schreibe, ja. Alles klar, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier wichtig werden könnte. 8. Dezember. Die schreiben das doch nicht umsonst hier hin. Ein Diorama dieser Anlage. Okay. Das menschliche Bild eines eher irgendwie unheimlich. Das brauchen wir nicht mehr. Wir können jedenfalls jetzt zur Drehscheibe und da weitermachen. Finde ich gut. Das heißt, wir müssen wieder runter. Können uns die Shotgun wieder nehmen. Ist die Kamera? Die Kamera ist weg. Okay, doch, danke. Dankeschön. Zum Glück. Durch diese Dinge braucht doch kein Mensch. So, im Erdgeschoss. Bitte wieder runter in den Keller. Dann können wir jetzt nämlich da bei der Drehscheibe was machen. Ne, da, wo wir dieses Stromblitzen haben sehen. Genau. Das geht jetzt nach wie vor weiter. Ziemlich linear. Genau hier unten. Da können wir uns auch unsere geliebte Shotgun wieder nehmen. So. Oder wartet mal. Bevor wir das jetzt hier immer wieder ablegen müssen, wieder nehmen, wieder ablegen, wieder nehmen. Können wir doch einfach von draußen mit dem Panzer... Beziehungsweise mit dem Aufzug beim Panzer runterfahren. Und der Aufzug bleibt dann unten. Und das ist dann der Weg. Damit wir hier nicht immer wieder die Treppe hochfahren müssen. Genau, hier wieder durch. Hier passiert ja zum Glück nichts. Noch nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber erstmal... Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Long time no see, Chris. Wesker. Wesker? Still alive? Ha 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 ha.
What are you doing here? I came for Alexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait. You attacked the island. And my sister. You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Now die. Here's a little secret, Chris. I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Alexia? Och nö. Oh, nicht so einer. Habe ich da was gegen? Ah, ich habe die Shotgun dagegen. Okay. Ich hoffe, das klappt, ey. Nicht so einer, bitte. Boah. Okay, den haben wir. Oh, den haben wir. Okay, Gott sei Dank. Natürlich muss der Wesker uns genau gegen dieses Ding hier schießen, ne? Oh Gott, habt ihr Weskers Augen gesehen eben? Die sahen ja schon so ähnlich aus wie die Augen aus Resident Evil Teil 1, ne? Und 2 und... Ja, ja, es scheint, als wäre Wesker kein normaler Kollege. Sondern, naja, er hat spezielle Skills drauf, spezielle Matrix-Skills, scheinbar, okay. Alles klar, ja, und er ist auf der Suche nach Alexia, er hat sich einer neuen Firma verkauft. Und, ach, was machst du denn, ey, warum hast du uns so, hä? Naja, auf jeden Fall sind wir hier goldrichtig, wir können hier diesen Schlüssel benutzen. Ah, wartet mal! Ja. Benutze ihn bitte. Liegt da nicht ein Item? Drehscheibe bewegen. Aha. Wir fahren mit der Drehscheibe. Interessant, ne? Dass tatsächlich der Wesker ja ein Söldner ist im Prinzip. Was ist das jetzt? Kommen wir hier raus. Nochmal ein anderer Eingang zur Trainingsanlage. Und so kommen wir zum Flughafen. Aha, Freunde. Weil jetzt genau zufälligerweise hier ein Loch ist. Jetzt sind wir hier nämlich auf der anderen Seite von dem Türknauf, wo wir da waren. Und wir können jetzt hier raus. Aber wartet mal, ich möchte gern... Aua. Ich möchte gern erstmal hier reingucken. Finde ich echt cool, dass wir hier nochmal überall durchlaufen. Ach nee, ja komm, warte, dann Köpfer. Genau. Der Trick funktioniert hier übrigens auch noch. Dass man mit einem Shotgun-Schuss tatsächlich die Zombies hier killen kann. Was ist das? Schrottbunny. Ja, sehr gut. Brauche ich. Immer her damit. Ein Kopierer. Oh nein, das ist wieder zu nah hier. Das ist wieder viel zu nah. Verdammt. Lauf hin und schieß ihm ins Knie. Genau, ins Knie. Ja. Stirb. Bei geh die schlafen legen, du bist ja schon tot.
Ja, ist ja gut. Ich komme ja gleich. Hier ist nichts mehr. Ach, da drin. Okay. Jo, Zombie. Ah, zack, zack, zack. Ich hoffe, dass wir die nicht umsonst machen und dass hier irgendwas Gutes drin ist, ey. Schieß ihm ins Knie. Nein! Boah, danke. Er ist tot. Wunderbar. Puh. Haben wir jetzt hier irgendwas? Oh, bitte lass das nicht umsonst Nein, es war nicht umsonst. Sehr schön. Ha, schaut mal. Säuregranat. Wunderbar, die brauchen wir. Aha. Jetzt sind wir wieder hier, oder was? Und dann kommen wir nach draußen auf die andere Seite. Frage ist, können wir hier was machen? Sind wir nämlich hier draußen? Aber hier können wir. Hier war mal ein Adlerschild. Ja, toll. Oh! Oh, was macht der denn da? Das ist bescheuert, echt. Hallo, wie viel Schuss hält der aus? Er dreht sich nochmal um, oder was? Nee, okay. Ah, jetzt ist das hier offen, oder was? Ah, okay, ich verstehe, Freunde. Hier brauchen wir die blaue Karte. Aber ich habe jetzt natürlich kein... Na, toll. Wenn wir doch einfach nur da hinten drüber könnten, ne? Da brauchen wir die blaue Karte da draußen. Okay. Dann machen wir das doch gleich noch. Aber erstmal wollte ich ja noch woanders hin, oder? Erstmal wollte ich doch, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Ach genau, wir waren ja noch hier. Ach, okay, genau, ja, wir wollten jetzt Richtung Flughafen. Genau, dann... Sollen wir da hin? Ich meine, es gibt hier noch so viele Items und so, ne? Ich würde auch ganz gerne die blaue Karte loswerden. Aber ich denke, dass wir da hin können zum Flughafen. So, jetzt hier wieder schnell... Ah, ne, der Wurm ist hier unten. Der Wurm ist hier unten. Was haben wir jetzt hier? Ach, du Scheiße, das ist noch viel schlimmer. Hunter! Oh Gott. Bitte heilen. Oh Gott, ey. Und ich habe meine Pistole ausgerüstet. Alter. Warum rennen die Hunter rum? Aua, ihr seid doch bescheuert. Bescheuert seid ihr. Mann. Alter. Alter. Er hält sich schon wieder. Gelb, okay. Boah, ich verschieße hier so viel Munition gerade. Oh Gott, lauf. Uiuiui, das war gut, ey. Aua. Warum triffst du denn nicht? Boah. Zwei Hunter hier draußen. Shit, ey. Und orange. Scheiße. Warum müssen hier auch jetzt Hunter sein? Oh, aber guck mal, was liegt da? Nicht übersehen hier. Nicht übersehen. In diesem Spiel übersieht man gerne mal was. Schrotbuddy hier. Sehr gut. Boah. Natürlich müssen jetzt hier überall wieder diese Dreckshunter rumrennen, ne? Guck mal, da kommen wir gar nicht mehr hin. Nimm das, komm. Shit, verdammt. Wir heilen uns hoch, oder? Ja, wir müssen uns hochheilen. Das erweckt jetzt mir aber auch diesen ganzen Eindruck, dass wir jetzt hier nochmal in der Trainingsanlage sind, obwohl hier eigentlich eine Explosion vor sein sollte. Dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus gar nicht alles kaputt macht, sondern nur ja, gewisse Bereiche. Und zwar nicht die ganze Anlage. Das finde ich interessant. So, wir können nochmal zum Flughafen. Finden wir da wieder unsere Aquarienfische. Sieht so aus, ne? Boah, zum Glück haben wir die
die Hunter erledigt gekriegt, ey. Boah. Aber wie gesagt, wir brauchen die Shotgun. Ne, wir brauchen die. Ohne Shotgun werde ich hier nicht weggehen. Okay. Coole Sache, wir sind wieder am Flughafen. Belüftungssystem für die Raum. Und dann war doch hier auch eine Kiste, ne? Ja, hier ist eine Kiste, sehr schön. Naja, wobei. Ich würde mir einfach nur dieses grüne Kraut hier reinpfeifen. Sonst haben wir gar nichts mehr an Heilung. Ja, super, nur jede Menge Munition, aber... Für den Granatenwerfer, den ich nicht habe, ne? Super, der ist bei Claire. Och Gott. Na. Dann müssen wir uns jetzt halt so durchschlagen. Und hoffen, dass wir bald mal mehr Heilung kriegen. Also das ist gerade echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Heilung. Nur noch eine Vollheilung. Dafür ein Arsch voll Munition. Na gut. Ja, klar. Klar. Oh. Die brauchen aber auch 3 Schuss. Genau wie im ersten Teil. Ekelige Dinger, ey. Ja, Chris, der sieht eklig aus, ne? So, wo müssen wir jetzt hier zum ersten hin? Hier können wir gar nicht rein? Doch, hier können wir rein. Okay. Was haben wir denn hier? Ah ja. Ah ja, die Brücke ist auf der oberen Ebene. Genau, hier sind wir abgehauen mit Steve. Genau, aber hier, wenn ihr euch erinnert, hier steht ja noch irgendwo ein Jet rum. Ein Kampfjet von Elfrid. Ich kann mir vorstellen, dass wir den jetzt nehmen müssen zum Abhauen. Oh, wartet mal. Ist da Munition? Liegt hier Munition oder was ist das? Naja, das sieht nur so rot aus, ne? Ja, okay. Da in diesen Kisten vielleicht irgendwas? Der Weg ist durch die was? Durch die Ladung versperrt. Ah ja, okay. So, was haben wir hier? Das Gerät ist nicht in Betrieb. Haben wir hier nichts? Gar nichts? Auch nicht mal ein bisschen Munition? Ach, verdammt. Wobei Munition ist ja gerade nicht das Problem. Wir brauchen Heilung. So, Aufzug nach oben. Los. Ach, genau. Ja, ich verstehe. Die Maschine hat keinen Strom. Wir müssen jetzt diese Brücke wieder runterfahren. Na, damit wir an die Wappen drankommen. Für den Raum in der Trainingsanlage. Das ist... Alles miteinander verbunden. Aber wartet mal. Warte mal, was ist denn das jetzt? Ist ein Hebel. Ich warte erstmal noch. Genau, da unten stand ja das Flugzeug, ne? Da unten sind die Items unserer Begierde. Und da müssen wir jetzt hin, da müssen wir die Brücke für zurückfahren. Aber ich gucke erstmal hier, ob wir hier noch was haben. Tatsächlich. Weil irgendwas muss ja hier sein. Wenn sie uns schon hier hinlassen. Genau, wir sind oberhalb von... hier ist nichts mehr. Hier ist gar nichts. Die Tür ist zerstört. Hier sind sie jetzt hier oberhalb von dem Aquarium da unten. Genau. Was ist das? Nee, das ist nichts. Okay. Gibt's hier gar nichts? Zombies. Zombies gibt es hier. Aber er zielt nicht drauf. Er zielt nicht drauf. Was macht... Was, hä? Okay, müssen wir hier doch nichts machen. Was ist das denn jetzt hier? Ah, dieses Gerät kontrolliert den Öldruck der Brücke. Der Autoeinstellungsmodus hat eine Funktionsstörung. Ich muss es selbst steuern. Hier ist eine Notiz.
Manuelle Steuerung. Erstens den 10-Liter-Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Ah ja. Zweitens die Ölmenge auf den Standardwert bringen. Der Standardwert beträgt genau 71. Das Gerät ist nur bei dieser Ölmenge einsatzbereit. Aha. Ich muss es selbst steuern. Bedienen. Was ist denn das jetzt? Ein Rätsel? Also wir brauchen... Unten brauchen wir 10. Aha. Aber hä, wieso sind denn das jetzt 11? Können wir es irgendwie ablassen? Hä? 2x5 dann, oder was? Oder hä? Also wir müssen den Ölstand auf tatsächlich auf 10 bringen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ne, da wird's abgelassen. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dann wird das wieder voll gemacht. Was passiert dann? Dann ist es zu viel, ne? Hä? Was ist das für ein Rätsel, Freunde? Hä? Dann wird es komplett abgelassen. Okay. Okay, 1, 2. Wie funktioniert das? Ach, jetzt ist es doch schon fast. Hä? Mach mal voll. Jetzt ist es bei 5. Und bei 10. Ich meine, ich drücke einfach drauf los. Keine Ahnung. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist komisch. Aber wartet mal, jetzt könnte sein, dass hier die 5 geht. Nee, leider nicht. Was ist das? Ich muss nochmal die Notiz lesen. Nochmal die 3, mach's voll. Und dann hier so, oder was? Nee, ich muss da nochmal die Notiz lesen. Hä? Hier ist eine Notiz. Ja, lies mal die Notiz. Manuelle Steuerung. Das ist ein cooles Rätsel. Den 10-Liter-Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Die Ölmenge auf der... Ah, okay. Wir müssen erstmal diesen 10-Liter-Tank füllen. Aha. Es ist dann aber noch 2x5. 2x5 sind 10. So. Genau, 2x5, das müsste doch... Ja, okay. Es ist doch so einfach, Mensch. Alles klar. Hä? Was zur... Das Rätsel verstehe ich irgendwie nicht. Dann hier können wir jetzt nichts mehr draufdrücken. Hä? Was ist denn das jetzt? Nochmal 3. Nochmal 3. Nochmal 3. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier machen soll. 5? Jetzt ist es doch auf 10. Hä? Naja, gut. Vorhin in Anbetracht jetzt, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen,
Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, weil das Rätsel machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt ziehst du gerne weiter den Kanal. Und wenn es hier mit dem Rätsel weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.